Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht die Reise weiter. Wir fliegen nämlich jetzt auf Hawaii. Sun is shining on me. All praise the Most High. Den Park kennt man auch. Das ist der Würfelpark in GTA. Wir sind eingecheckt. Nur noch Security Check kommt jetzt. Aber Hawaii, wir kommen. I'ma leave a lot of niggas covered in roses for him. Spray the witness, I ain't leaving no Jehovah for them. Won a Grammy and I couldn't even show it to him. Put my face inside a lineup, niggas know that I'm him. Anybody speaking on my brothers got stuff done. Pull up from the three like Stefan. And the coupe ball headed like the other Stefan. Put my kids in private school so they can get their prep on. Think my heart made out of Teflon. What? What? Think my heart bulletproof. Boah, man, das scheiße. Show you what a hoodie do. Put a screen tight to your eyelids, cover two. I think they on the left, roll the window, hit the lights, boom. Everybody wish they switch sides when we coming through. Everybody wish they was inside when we coming through. I pray that you ain't on the other side when we coming through. PTSD and I mean it. Nigga Johnny got killed and I seen it. I can't fight with these demons. Top shot a nigga, I got gunfire for these demons. Hope you know you gotta stand on all that shit you been tweeting. To some real niggas from me, I could kill the whole world and I still won't be even. I be thinking about my brothers while I'm shopping in Neiman's. Real gangster when I'm gone, carve my name in the cement. Watch these hoes when you rich, they play games with the semen. Trials and tribulations, I face them. Prosecutors probably wanna case him. See my ass, I jump out and chase them. I ain't trust the white, nigga, I never mace them. Love for my artist, nigga, I never mace them. Shit, that's probably why they hate him. Trying to get my brother out of jail, I'm like, hey, Kim. Cut from a different cloth, he never let it break him. Look at my advance, it made me wonder. Einfach in dem Ding gerade fahren. Wie geil schaut sie bitte aus? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ist fast das gleiche wie in LA, hätte ich gesagt. Hat der Aussicht? Ja, passt. Ich glaube, links kann man leicht den Strand sehen. Untertags. So, ganz wichtig, Toilette. Okay, und Dusche mit Badewanne. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Angekommen auf Hawaii, im Hotel jetzt endlich schon geduscht. Ich bin komplett fertig vom Tag. Schon wieder um 6 Uhr aufgestanden. Jetzt haben wir 22 Uhr, aber mit 2 Stunden Verschiebung, also in LA wäre es jetzt schon 0 Uhr wieder. Flug war auch nicht richtig entspannend. 6 Stunden geflogen, 1 Stunde fast geschlafen und dann halbe Stunde Turbulenzen gehabt. Also ich sage ehrlich, ich hatte schon Angst. Und die Limousine dann vom Flughafen zum Hotel war einfach ein normales Taxi. Der stand als erste Stelle, also wir konnten es nicht einmal aussuchen. Und es war derselbe Preis angeblich. Und Hotel schaut eigentlich echt geil aus, von der Lobby her und so. Zimmer finde ich jetzt eigentlich ziemlich Standard. Also ist jetzt nichts Besonderes. Natürlich, Betten sind größer als Standard. Aber ich glaube sogar, dass ich das Bett in LA angenehmer finden werde. Aber das sehen wir morgen in der Früh. Der Vlog geht jetzt noch weiter. Weil ich habe jetzt nicht wirklich viel mitgefilmt vom Flug, weil da auch nicht viel zum Filmen war. Also schauen wir mal, wie es morgen in der Früh ist. Guten Morgen, Freunde. Es ist der 23.12., erster Tag jetzt auf Hawaii. Nacht war wieder ein bisschen komisch. Schlafenszeit ist komplett verrückt. Um 4 Uhr habe ich schon gedacht, es ist 8 Uhr und wir können aufstehen.
Aber ich konnte dann eh noch pennen bis circa 7 Uhr. Jetzt schauen wir uns mal das Frühstück an vom Hotel und dann nochmal die Gegend. Hey, you went flying business spur. Hey, you went driving around the world. Hey, you went brown like a squirrel. Hey, you went Chanel pearls. Hey, you went Rolls Royce car. Hey, you went Rolls Royce truck. Oh, you want war with all my hoes. Oh, you want a lot. Frühstück war sehr gut. Gegend schon ein bisschen abgecheckt. Es sieht so geil aus. Habt ihr eh auf den Videos jetzt gesehen. Das war's aber mit dem Vlog jetzt, weil die anderen Sachen von Hawaii will ich jetzt in den nächsten Vlog packen. Danke fürs Zuschauen, danke für den Support. Die ersten zwei Videos mit dem Lakers Vlog und der erste Vlog sind schon online gegangen, während ich schon hier bin. Und der Support ist einfach krass. Wir haben, glaube ich, 5 Abos dazu gemacht, immer über 100 Aufrufe. Also das erste Video kam voll gut an. Danke dafür. Liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video.